So, hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Roblox. Heute gibt es die allseits bekannte Parktour. Die wird nicht so, da mein Park nicht so groß ist wie die von meinem Nachbarn. Der Nachbarn ist übrigens der allseits bekannte Julian. Einen wunderschönen. Auch bekannt als Kollektion. Einen Nur Werbung wunderschönen. an der Stelle. Ja. So. Genau, darf ich kurz den Zuschauern etwas sagen? Auch wenn ich erstmal Darf fertig ich? machen, danke, ja. Ja, darfst du, okay. Wir schauen uns, wie gesagt, heute den Park an, gucken vielleicht auf das ein oder andere Detail. Ihr könnt euch auch mal auf hier hinten freuen. Ja, ich übergebe das Wort an Julian und dann würde ich sagen, starten wir auch. Also, meine lieben Zuschauer, so, meine Lieben, so, also, wenn ihr den Loris noch nicht abonniert habt, dann tut das jetzt. Aktiviert die Glocke, lasst einen Daumen hoch, dass somit unterstützt ihr Loris komplett kostenlos Dasselbe und könnt ihr ihr, also verpasst ihr könnt einfach das quasi kein so Video machen, oder erst Stream. bei mir, dann bei Julian und dann guckt er nochmal auf dem Discord vorbei. Link in der Genau. Beschreibung. Oder im angefügten Kommentar, so mache ich es meistens immer. Ich hau's einfach in die Beschreibung, da sieht man's immer. Ja, gut. Genau, ihr könnt auch gerne bei meiner Parktour vorbeischauen, da war der liebe gute Loris auch mit dabei. Wann das Video Das wird kommt, dann weiß so keiner. circa, weiß ich noch nicht, kommt drauf an. So, und in der Videobeschreibung sind auch noch ein paar Links zum Discord und zu anderen Krams, zwecks Spotify. Guckt da mal gerne rein. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt einfach mal los. Genau, würde ich auch sagen. Alter, ich bin gespannt, wie lange das Video wird. Egal. Dann hier mal Ruf, Name 33 Minuten. Ja, kein Bock, die Scheiße zu schneiden, ganz ehrlich. Wir sind jetzt schon bei 2 Minuten 13. Juch, Alter. So, wir fangen an mit dieser Attraktion. Okay, wie heißt die? Keine Ahnung. Gut vorbereitet. Ihr könnt euch den selber Namen überlegen, mir egal. The Christmas Wooden Coaster oder wie auch immer, keine Ahnung. Oder Alien Christmas Coaster. Ja, keine Ahnung. Number One. Ich sag mal so, mein Park ge besteht gefühlt nur aus Achterbahnen und anderen Fahrgeschäften. Da hinten geht's gleich weiter. Na gut, ich feiere den Park eigentlich nicht so krass, aber na gut, ne? Ich habe mir am Anfang so Einmal gedacht. eingestellt. Ich habe mir am Anfang, wie gesagt, gedacht, was baue ich hier hin? So, dann ist mir irgendwann die Idee eingefallen, machst du doch einen Alien-Park draus. Ja, ich Und kann dir tatsächlich helfen, muss ich irgendwann dir ganz kurz war sagen. mein Ziel eigentlich nur noch, die 5 Sterne voll zu kriegen. Und da habe ich das immer so einfach so gemacht. Achterbahn hingeklatscht, fertig. Kann damit fahren, fertig. Ja, ich würde dir tatsächlich helfen, einen richtigen Alien-Park draus zu machen. Also wirklich so mit Es Details und kann ja noch so. alles kommen. So, nächste Ja, eben. Attraktion ist die gute Geisterbahn. Die hat haufenweise Arbeit gekostet. Ja. Ist auch mit zumindest als einziger Fahrgeschäft, was ja, wie denn, sagen wir es, im Und die ist auch Dunkeln ein steht, sagen bisschen. wir es so. In der Nacht sieht es jetzt nicht so geil aus, weil das alles überbelichtet ist des Todes. Ja, die ist so ein bisschen an meiner gestern ein bisschen noch angehaucht halt. Zum Beispiel jetzt hier, da ist jetzt auch dieser Käfig. Aber Und sie ist naja. relativ kurz. Ja. Sonst strecke ich das Video auf zwei Teile, ist mir egal. Part 1 kommt heute und Part 2. Parkmanager, Teleportierungsservice. Ich würde sagen, wir machen weiter mit der Watercoaster. Bitte was? Was ist denn das jetzt gemacht?
Ich bin gerade wirklich überrascht, wie du das hinbekommen hast. So, bin wir fahren weiter mit gespannt. Der Watercoaster. Ich bin mal gespannt. Wow. Und was ihr dazu sagt. Naja. Also geht erstmal schlängeln nach oben. Kann man fahren, muss man aber nicht. Hier hat man erstmal eine schöne Aussicht über den Park. Was hast du mit der Holzachterfahrt gemacht? Was? Egal. Was hast du mit der Holzachterbahn gemacht? Einfach nicht fragen. Wuhu! Ui! Ui! Sieht ganz nice aus, finde ich. Ja, das war's mit dieser Achterbahn. Ich bin mal gespannt, wann der Park Express mal hier unten ankommt. Oder überhaupt oder ob der überhaupt fährt. Ja, da vorne kommt er. Da vorne kommt er. Der zwei schießt. Wo denn? Wo ist er? Wieso denn? Einfach mal hier während der Fahrt reinspringen. Man kennt's. Achso, du hast doch das alte Modell drin, das sehe ich gerade. Ja. Oder. Ich sag nur so, die hat dezent genervt. Dieses alte Modell gefällt mir eigentlich gar nicht. Ja, müsste man zwar mal aktualisieren, aber ich habe keinen Bock auf die ganze Kacke, das neu zu bauen. Von daher lasse ich die einfach mal. Oder andere weiß gar nicht. Ja, damit ist dann der Park Express geändert. Gehen wir weiter zur Floorless Coaster. Oh mein Gott. Hast du nicht ernsthaft gemacht? Das finde ich auch nice mit dem Metallplatten. Mhm. Ja, was gibt es hier zu sagen? Sie ist halt gelb. Ist halt die einzige Achterbahn, die irgendwie gelb ist. Warum so eine lange Kette? Weil das Ding mir mal abgeraucht ist. Und was? Weil die einfach so langsam hier lang fuhr. Oh mein Gott. So, ja, direkt am Anfang geht's ziemlich fies, erstmal ein Looping. Dann erstmal über. Bruder Jakob. Kurz. Der Move war cool. Der Move war wirklich geil, muss ich sagen. Muss man den lassen. Ach hier diese Bahn. Ne, wir gehen zu anderen Gelben. Was? Zur Inverter. Ach, zu der. Nicht wundern, wenn hier alles voll. Jetzt mal wirklich ganz ehrlich, das ist die einzige, wirklich einzige Achterbahn. Als wirklich, daraus kann man wirklich sowas Schönes machen, ne? Eigentlich kann man aus dem Park wirklich was Schönes machen, eigentlich. Wir warten mal eben, ich lasse die mal kurz durchlaufen. Wie viele Leute sind da mitgefahren? 366 Gäste, ja moin. Wow! Das gibt mir 6 noch. Oder 9.150. Dollares. Fährt man? Wie lange fährt man? Setz mal einfach mal auf 5 Dollar und sieht, fährt damit auch jemand. Nicht mal eine Minute fährt man. Nicht mal eine Minute. So, 0 Dollar. So. Ich weiß, wo sie jetzt alle hinrennen werden. Ach, das ist die Achterbahn, die ich auch hab. Oder ist es das? So eine ähnliche wahrscheinlich, keine Ahnung. Doch, das ist so, das ist ich. Hab ich auch. So. Nur halt in Jurassic Park Style. Die müsste eigentlich jeder kennen. Die ist eigentlich nichts selber gebaut, das ist einfach noch hingeklatscht. Fertig. Jo. Jo.
Ja, wir hängen in der Luft, man kennt's. Ja, ach, was? Ach, komm. Looping 1, Alter. Oder. Uiuiuiui. Ich will nicht wissen, was die für eine Übelkeit hat. Und Looping 3. Oh Gott! Ach, das ist die Achter. Ah, warte mal. Oh. 4,25, Alter. Können wir weiter? So, bin wieder durch. So, als nächstes gehen wir in die Weihnachtsabteilung, wo sich Julian ausgetobt hat. Hatte. Dann kann ich auch gleich mal gucken, wie viele Leute hier mittlerweile eingekauft haben. Statistiken. Gesamte Gästezahlen 3.535 Gäste und 3.667 Dollar haben wir verdient. Und hier beim Weihnachtsmann? Das war ja der Weihnachtsmann. 1.055 und nur 1.082 Dollar, Bruder. Das Ding läuft hier auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Hat sich gelohnt. Gehen wir weiter zu... keine Ahnung. Gehen wir einfach mal weiter zu Hybrid Coaster. Wo ist er? Das ist die rote da hinten. Da genau in die Richtung, wo du gerade läufst. Sieht ein bisschen wild aus, ich weiß, aber wird geil. So die Sonne? Ah, das war knapp, du. Es ist wirklich schade, dass ich nicht mehr auf meinem alten Account zugreifen kann. Das ist wirklich traurig. Am Anfang muss ich dazu sagen, wurdest du erstmal hier geboostet? Du weißt doch, in meinem alten, also auf meinem alten Account war das ja der Lieblingsbahn drin in dem Park, der Jurassic Park Bahn, ne? Ja. Ja, ich kann leider nicht mehr auf dem Account zugreifen, der ist jetzt komplett futsch. Aber ich habe ihn noch in der Freundesliste. Ja, du hast ihn noch. Der wird aber ohne dich irgendwie als inaktiv eingestellt, ne? Nee. So, nächste Attraktion. Etwas gemütlicheres. Wo bist denn du, Alter? Wo bist du? Bei meiner Spiralrutsche. Das ist dieser leuchtturmartiges Dingens. Ja, weiß ich. Wir gehen dann gleich auch nochmal hinter in eine andere Attraktion. Dann musst du hier rein, ne? Ja, euch. Entschuldigung. Du kannst rutschen. Wuhu! Etwas gemütlicheres. So, gehen wir mal runter hinter zum, keine Ahnung, Highlight des Parkes. Julian weiß schon, was abgeht. Oh Gott! Wenn ich sie überhaupt noch wiederfinde. Oh Gott. Oh Gott. Wo bist du? Wo gehst du da? Hier in die Ecke. In das SCFI Center. Hä? Wo?
Was? Was? Das Schild hast du mal hin gemacht, glaube ich. Ist so von der Idee gebautes Highlight. Irgendwie Future-Zeug. Ich würde sagen, wir gehen mal rüber zum Roadtop Drop. Sieht interessant aus. Ich gehe in First Person. Obwohl, nee. Ich will es von außen genießen. Genau, man wird erstmal hochgezogen und dann. Wumm. Man wird erstmal hochgezogen ja. Und dann dreht sich das Ding dann noch und dann. Wumm. Oh Gott! Oh Gott! Das ist quasi der verbesserte Freefall Tower. Oder ich bekomme jetzt schon Übelkeit. Oh mein Gott! Übelkeit Level 110. Genau dann, es wird genau dann passieren, wenn man es nicht erwartet. Genau dann, genau jetzt. Aber ziemlich langsam. Ja. So, gehen wir zur nächsten Attraktion. Alter, wir sind jetzt schon bei 17 Minuten. Bei mir war es ganz schlimm. Das Zeug hier hat mich haufenweise Arbeit gekostet. Ist aber auch eigentlich nie so schwer, man fährt eigentlich hier nur im Kreis, das war's. Aber, die Leute mögen's. Ich finde, die vorgefällten Attraktionen sind meistens nicht so geil, ganz ehrlich. Also ich habe wirklich den größten Teil selbst gebaut. Ja, du heißt ja auch nicht Lore. Ja, das stimmt. Gehen wir mal zur. Ich müsste eine Parkvorstellung mal mit Nutella machen, Alter. Boah. Wenn du den Park dann siehst, ne, du gehst kaputt. Nur noch Achterbahn. Ja, ganz ehrlich, aber, ne? Du weißt, was ich meine, ne? Mein Park ist jetzt nicht so der attraktivste von allen. Bist du hin? Nach Timbuktu. Ach so, da. Wisst ihr auf die. Wisst ihr hier? Ich war auf die Frisbee. Oh Gott. First Person natürlich. Ich krieg's kratzen. Guck mal auf die Übelkeit von dem Ding denn. Oh Gott! Hilfe! Empfehle wirklich mal auf Twitch im Stream mal ein bisschen Musik anzumachen. Auf Twitch kannst du aber auf YouTube kommst du direkt wirklich Strike in die Fresse geklatscht, wirklich. Ja, gut, wenn du jetzt copyrighted Musik nehmen würdest, dann schon, aber wenn du no copyright Sounds und so anmacht, dann nicht. Ja, ich weiß, aber ja, ist eigentlich traurig. Boah, raus da, Alter. So, gucken wir mal auf die Statistik. Übelkeit 3,50. Schokozucker. Was? Hafenzucker. Schokozucker. Wissen noch? Ja. Ach so, da.
Also, Eingangsbereich ist eigentlich selbsterklärend. Du gehst rein, holst dir was zu essen und fährst mit dem Fahrgeschäft. Warum denn noch? Wenn wir erstmal aufhören? Oder willst du noch ein bisschen länger machen? Wir sind bei 20 Minuten. Ich denke mal, es reicht erstmal. Ja, erstmal fürs Erste. Aber bitte, tu mir den Gefallen, tu das bitte nur bitte gut zusammenschneiden. Ich schneide hier nichts zusammen. So, das ich war's dann auch mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut beim lieben Julian vorbei. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich kann dir auch beim Schneiden helfen, ne?